Unsere E-Profis sind heute in der Stadt Salzburg unterwegs. Und das mit dem vollelektrischen Mercedes eActros Müllsammelfahrzeug. Kann ein elektrisches Müllsammelfahrzeug in der Praxis funktionieren? Das und vieles mehr klären wir jetzt. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von E-Mobilität am Punkt. Wir sind in der Stadt Salzburg, ganz konkret beim Abfallwirtschaftsbereich des Magistrates Salzburg. Du bist der Stammgast, habe ich gehört. Ich bin der Stammgast, ja. Wir sind ja da gerade am neuen Recyclinghof und insofern ein ganz interessantes Thema, weil das kennen wahrscheinlich mehr unserer Zuseherinnen. Und zudem schauen wir uns heute noch das an, was man im Alltag so mitkriegt, nämlich die den Müll abholen, sprich Müllfahrzeuge. Und da schauen wir uns einmal die elektrische Variante heute an. Okay. Und diskutieren vielleicht einmal ein bisschen darüber, wie es im LKW-Bereich generell mit Elektromobilität so ausschaut. Und wie das bei den Fahrern ankommt. Und vor allem, wie es bei den Fahrern ankommt, klar. Genau. Gerald, wir sind da also im Außenbereich also des Recyclinghofes der Stadt Salzburg. Kommst du da her? Du bist ein Salzburger. Ja, klar. Ich bin der Stammgast. Stammgast? Ein Stammgast, ja. Weil es einfach eine unheimlich klasse Möglichkeit ist, dass alles, was zum Wegschmeißen ist, richtig weggeschmissen wird. Ich habe jetzt also da zufällig also was gefunden. Ist das also jetzt ein Stahl oder ist das Aluminium? Keine Ahnung. Gute Frage. Wo schmeißen wir es denn hin? Müssen wir jetzt fragen. Wir haben also identifiziert, wir tanzen zum Alteisen und da haben wir die entsprechende Box. Hier am Gebäude des Magistrats der Stadt Salzburg treffen Harry und Gerry Jürgen Wulf Gegenbauer, den Amtsleiter des Abfallservices Salzburg. Ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Freut mich beim neuen Standort, beim neuen Recyclinghof. Ja, ich bin für die Abfallwirtschaft zuständig in der Stadt Salzburg. Ist eine herausfordernde Aufgabe. Wir stehen vor großen Herausforderungen in der nächsten Zeit. Es ist vieles, was auf uns zukommt. Alternative Energien, Antriebe bei den Fahrzeugen. Es ist die Plastiksammlung in der Stadt Salzburg, generell die Kreislaufwirtschaft, auch generell die EU-Recycling-Zielvorgaben. Also es gibt viel, wo wir derzeit gerade arbeiten, was der Bürger noch nicht so weiß, was er noch nicht so merkt. Aber wir sind jetzt schon voll drinnen und es wird sich einiges tun in den nächsten Monaten und vor allem dann auch Jahren. Und wir müssen, und das sehe ich als meine Verpflichtung als Verantwortlicher für die gesamte Abfallwirtschaft in der Stadt Salzburg, unseren Kindern eine Welt hinterlassen, damit die genauso nur schön leben können, wie es wir in unserer Jugend gehabt haben. Und diese Verpflichtung schaue ich, dass ich meinen Mitarbeitern einimpf in dem Moment, wo sie da kommen, dass ich sage, das, was ihr da macht, hat einen Sinn und ist sehr, sehr wichtig für uns. Ja. Aber das Interessante ist, ihr habt ja Fahrzeuge. Ihr tut also mit den Sammelfahrzeugen, fahrt also durch die ganze Stadt Salzburg, nehmt also getrennt einmal Biomüll mit, aber auch den Restmüll. Und die werden jetzt umgestellt. Das heißt also, da kommt auf einmal das Elektrofahrzeug also in das Rennen. Wie geht's euch denn damit? Es geht uns gut damit. Das ist schön. Ja, es geht uns gut damit. Auch wenn die Kosten immens höher sind als ein konventionelles Fahrzeug, aber es geht uns gut. Und ich merke es auch von unseren Mitarbeitern, die fahren gern mit den Fahrzeugen. Okay. Wir haben also angefangen, jetzt vor 1,5 Jahren anfangen umzustellen. Ja. Da haben wir ein Fahrzeug N2-Fahrzeug gekauft, mit dem wir Elektrogeräte abholen und dem wir Eisen abholen beim Sperrmüll. Ja. Man merkt in der Bevölkerung, es wird wahrgenommen, was heißt, ihr seid sofort um ein Haus leiser. Ja. Und das wird jetzt sukzessive in den kommenden Jahren passieren. Es gibt ja auch die Green Vehicle Richtlinie, die uns öffentlich hier auch sozusagen drängt, auf alternativ angetriebene Fahrzeuge umzustellen. Wir haben die Quote von 10% und 15% bis Ende 2030 und sind jetzt derzeit, gerade jetzt, wo du jetzt da bist und wir das Interview machen, gerade in einer Testphase von einem Dreiachser, den wir gerade testen die ganze Woche im Stadtgebiet und waren gestern in der Getreidegasse unterwegs und haben Tests gemacht und sind positiv von der Bevölkerung angesprochen worden. Und der Tenor war, wann kauft's denn den? Okay. Also geht gut. Aber nicht nur Harry, Gerry und Jürgen sind vom Fahrzeug begeistert. Auch der Fahrer des eActros ist vom E-LKW in der Testphase überzeugt. Also zum Fahren ist er sehr angenehm, weil er sehr ruhig ist. Und von den Leuten in der Innenstadt ist auch sehr gut aufgenommen worden. Wir sind auch öfters gefragt worden, wie weit man kommt und das ganze Zeug halt. Und ich glaube, dass das eine ganz feine Sache ist. Harry hat sich im Vorhinein schon schlau über die Batterie, den Aufbau und die Reichweite des eActros gemacht. Dazu trifft er Thomas Weiß, den E-Consultant bei Mercedes-Benz Trucks Österreich. Als Strommännlein interessiert mich immer, wie viel Strom haben wir denn da an Bord? Genau, also mit den drei Batteriepaketen haben wir 336 Kilowattstunden an Bord.
Mit vier Batteriepaketen hätten wir 448 Kilowattstunden an Bord. Im Prinzip haben wir eine klassische Diesel-Hinterachse und in der Mitte sitzt bei dieser E-Achse sitzen zwei Elektromotoren mit einem zweistufigen Planetengetriebe kombiniert. Das bedeutet, er schaltet einmal vom ersten auf den zweiten Gang bei ca. 25 km/h und fährt dann bis 90 durch den zweiten Gang. Genau, der Vorteil von dem Ganzen ist, dass wir keine Kardanwelle haben, wo wir Verluste haben, Energieverluste, und haben Platz für die Batterien am Rahmen. Also mit voller Beladung schaffen wir die 300 Kilometer unter allen Umständen. Und wir haben auch schon Testeinsätze gehabt, ohne Gewicht, muss ich dazu sagen, von Salzburg nach Vorarlberg, und haben da über 500 Kilometer Reichweite gehabt, ohne Beladung. Zurück wieder zum Magistrat Salzburg. Nanu, was passiert denn jetzt? So, und jetzt schauen wir mal, ob wir das zusammenbringen, wie das die Profis machen. So, und weiter geht's. Nächste Station. Das sah schon mal richtig gut aus. Jetzt wird der E-Aktros bei der Salzburger Abfallbeseitigung entleert. Und dort am Standort trifft Harry den technischen Geschäftsführer Günther Matusch. Günther, grüß dich. Servus, Harry. Wir haben heute mit einem Elektro-LKW Restmüll der Stadt Salzburg gebracht. Was geschickt denn also mit dem? Ihr tat ja was damit? Ja, es sind ungefähr 70.000 Jahrestonnen, die aus dem städtischen Bereich kommen und bei uns entsorgt werden. Was machen wir damit? Wir dann mechanisch aufbereiten, das heißt, wir holen Eisenmetalle und Nicht-Eisenmetalle raus. Es wird dann windgesichtet, um die leichte von der schweren Fraktion zu trennen. Die leichte Fraktion, die geht nach Lenzing in die Verbrennung und wird dort als Energieträger eingesetzt für die Viskosefasererzeugung. Okay. Die schwere Fraktion, die organische Fraktion ist, die wird gerottet und geht anschließend auf die Deponie. Ja, Günther, wir stehen da vor Ballen. Das sind also offensichtlich diese Reststoffe, die also jetzt thermisch verwertet werden können. Bin ich da richtig? Ja, du sagst das richtig. Das ist das Material. Man sieht, es ist sehr viel Kunststofffraktion mit einem sehr hohen Heizwert. Und der wird natürlich energetisch verwertet. Macht auch Sinn, wenn man bedenkt, ein Ball entspricht ungefähr 300 Liter Heizöl, das hier eingesetzt wird. Also das ist doch eine Menge an Energie, die hier enthalten ist. Jetzt geht's wieder zurück in die Stadt. Hier am Gelände des Magistrats Salzburg trifft Gary noch Bernhard Pannenberg, den Betriebsleiter des Abfallservices. Wir stehen da herinnen bei den Fahrzeugen, mit denen die das derzeit macht. Also habe ich gerade gehört, ist ja eine ganze Menge, die da jeden Tag unterwegs sind, um den ganzen Mist wegzuräumen. Und jetzt probiert diese elektrische Variante mal aus mit dem E-Aktros. Da war natürlich die Frage, beim normalen fährt man an die Dieseltankstelle, das ist gewohnt. Beim E-Auto muss man laden. Wie macht sie das Laden jetzt in dieser Testphase? Im Wandel der Zeit sozusagen haben wir als Opferservice natürlich auch interessiert, quasi Verbesserung zu schaffen, auch was die Umwelt quasi in den Zusammenhang mit sich bringt. Wir sind jetzt, wie gesagt, im Wochentest von so einem E-LKW. Natürlich muss man sich hinsichtlich quasi der Ladeinfrastruktur und gerade bei so größeren Fahrzeugen oder Anlagen damit auseinandersetzen. Wobei wir jetzt eigentlich grundsätzlich jetzt mit einem Fahrzeug durchaus mit der jetzigen Infrastruktur Neubau eigentlich des Recyclinghofes, Abfallservice der Stadtgemeinde Salzburg uns auslangen finden. Das heißt, ihr habt gerade gesehen, ihr habt da mehr oder weniger so eine mobile Ladestation, die an einer Starkstromsteckdose hängt. Das heißt, da gehen 22 kW dann de facto ins Auto rein. Und das reicht bei euch in der Nacht locker aus, um das Ding vollzuladen für die Tagestouren. Ja, bei uns funktioniert eigentlich der Ladevorgang für unsere Tätigkeit sehr gut oder was. Spannend wird das generell, wie sich das entwickelt, auch so Richtung Fernverkehr. Also ja, mit denen haben wir natürlich wenig Tangente. Für uns ist es soweit okay und lässt sich ja in weiterer Folge geschickt ausbauen. Heute haben wir viel gelernt. Das elektrische Müllsammelfahrzeug begeistert im urbanen Bereich durch Effizienz und durch den niedrigen Geräuschpegel. Und auch in den nächsten Jahren werden wir einige Entwicklungen im Langstreckenverkehr mit elektrischen Lkw erleben.